Herzlich willkommen hier im schönen, wo immer wir auch sind, Gewitter. Na, toll. Wo ist der Duster hier? So, ich stelle mich jetzt hier hin und dann könnt ihr baggern. Ne? 91% voll. Wow. Was haltet ihr denn davon? Ich halte da viel von. Gut. Wir waren beim Goldmachen. Wie voll ist denn unser... Ja, viel zu voll. Schon mehr als voll. Okay. Dann brauchen wir hier nur quasi... Ne? Und so was. Jetzt bin ich aber überlegen, welche Taste das war. Ja, Hammer. Ganz schön duster im Dunkeln. Aber da müssen wir halt durch, ne? So ist das Leben. Ja, und ich habe mir überlegt, ich werde es wirklich machen. Ich werde hier vorne weitermachen. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal ein bisschen Licht. Das passt schon mal ganz gut. Aha. Da wollte ich gerade sagen, da ist doch ein falscher Fehler. Das reicht nicht. Da kommen wir da hinten nicht dran. Da bleibt ein bisschen über. Das gefällt mir gar nicht. Oh, ich hatte nicht ganz ausgestreckt. Oh oh. Na, hier passt. Gucken, ob ich hinten noch ein bisschen was kriege. Und hinein. Ja. So wie ich letztes Mal überlegt habe. Da vorne weitermachen, wo wir immer das Auto stehen haben. Ja, genau. Aber das ist für mich jetzt das Sinnvollste. Als wenn wir da vorne baggern, buddeln und finden nichts. Muss gucken, dass ich irgendwie die Kohle zusammenkriege für den anderen Claim. Und ich will ihn mir wirklich kaufen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wenn da nicht genug abwirft, dann haben wir natürlich voll in die Kacke gegriffen. Aber eigentlich ja. Wahrscheinlich werden da Ecken. Irgendwie steht das Joystick nicht richtig. Der macht immer das, was er nicht soll. Aber eigentlich sollte das kein Problem sein. Wenn wir die Goldnester finden, dann werden wir auch anständig Gold haben. Sag ja, wenn wir die Goldnester finden. Wir könnten den Typ mit dem Bohrer laufen lassen, ne? Oder wir könnten selber bohren. Aber das dauert erstmal ein paar Tage. Ich weiß, wie langwierig das ist mit dieser Bohrerei. Oh, ich habe das einmal gemacht. Ich glaube sogar hier mal. Ganz am Anfang irgendwann. Ich habe mal einfach ausprobiert. Weil ich mir die ganzen Maschinen für 1 Euro, hatte ich alles auf 1 Euro gestellt. Und habe dann
halt eben ausprobiert, wie es funktioniert. Ich glaube, da hatte ich auch gleich dieses Frankenstein-Add-on. Das habe ich mir auch direkt zugelegt gehabt. Der arbeitet nicht so, wie ich will. Arbeite vernünftig, Kerl. Ja, trotzdem ist es ärgerlich, dass die ganze Sache nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Ne? Aber nun gut. Wir haben schon, ich glaube, wir haben schon Schlimmeres durchgemacht. Gott, wenn ich an die Zeit, wie die, wo wir da in den Dings rumgebuddelt haben. Dieser kleine Loch da. Alles mit Hand geschüppt und nur mit Eimer hin und her gerannt, wie so ein Doofen. Ich sollte eigentlich noch ein Stück vorfahren, ne? Weil ich da die Reste wegkratzen kann. Na, ist das denn wahr? Ja, jetzt müsste mal dran kommen. Ja, genau, ne? Genau wie ich mir das gedacht habe. Aber wir haben diese Saison noch keine Nuggets gefunden. Nicht einen einzigen. Meinte der größte, der war 21 Unzen, glaube ich. Boah, ich gedacht, Alter, davon muss er mehr haben. Und dann nichts mehr. Das war, glaube ich, so das Abschiedsgeschenk irgendwie, hatte ich halt Gefühl.
Ne, dafür fange ich nicht nochmal an. So. Aber Tag und Nacht arbeiten bringt das. Dann kommen wir wenigstens auf einen guten Durchschnitt. Zwei Kilogramm aus pro Tag. Ach hier, den Scheinwerfer können wir eigentlich auch anmachen. Mach ich mal eben. Jetzt halt, wo der auskippt. Ja, hier von dem Loch tun wir uns verabschieden. Weil da ist, glaube ich, nicht viel drin. Das lohnt sich nicht, da jetzt weiterzumachen. Seitdem sind wir eh schon hier vorne an der Kante. Dann können wir besser hier, wo das etwas dicker ist, das Material, können wir besser darum buddeln. Dann haben wir wenigstens was davon. Also im richtigen Leben würde ich mich nicht hier hinstellen. Da hätte ich Schiss. Das ist mir zu schmal. Mal ganz ehrlich zu sagen. Auch hier vorne können wir auch nochmal. Oh. Ja, nach. Oh ja, dann können wir die Anlage ja einstellen danach. Stimmt ja, da war ja was. Ganz schön hell, ne? Dafür, dass es schon Herbst ist. Ja, und wenn dann wirklich noch ein Rest überbleiben sollte, dann tun wir unten mit dem Radlader, holen wir uns das weg, weil alles andere ist Blödsinn. Warum sollte ich jetzt das stehen lassen, wo quasi gutes Gold ist? Ja, ich weiß nicht, ob ich da unten buddeln kann. Von da unten aus.
Aber ich werde schon, denke ich mal. Wir werden zusammenkriegen. Ich meine, 150.000 haben wir noch. Dann aber haben wir jetzt schon 1, jetzt sind ja auch schon die Steuern runter. Die Pachtgebühren. Halt, was machst du denn hier? Mach das vernünftig. Oh, das geht nicht. Ja, kann man natürlich auch machen. Ah, das ist alles so langwierig. Das dauert alles und dauert und dauert und dauert. Andersrum, ist kürzer. Auch wenn ich nicht sehe, wo ich hin muss. Doch sehe ich. Boah. Was denn, wenn wir aus dieser Perspektive baggern? Ne, auch nix, ne? Da ist nix mit. Geht das so? Ja, voll daneben. Knapp daneben ist auch vorbei, oder wie heißt das? Ja, man sieht da zu wenig. So übrigens auch. So, ein Schäufelchen noch. Und dann können wir mal die Waschanlage anschmeißen. Wischiwaschi machen. Ein bisschen Wischiwaschi machen, genau. Ist einfach zu langsam. Und ich bin zu schnell. So. Dann lassen wir mal laufen. Ui. Gut in der Zeit. Wir sind sehr gut in der Zeit, also. Aber dafür, dass wir auch dann eine Fuhre weniger brauchen, ist natürlich klar. Hopp mal. Alles dran, alles drum. Ja, sieht alles gut aus. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich vergesse irgendwas. So, Stecker umgesteckert. Jo. Ich muss aber erstmal so machen.
Jetzt können wir nämlich anschauen. Der hat den nämlich sofort da reingeschmissen, dann hätte es nämlich gehießen wieder. Du bist schon voll. Lassen wir das noch durchlaufen. Haben wir ja fast noch 10 Minuten. Irgendwie bin ich heute schnell, oder? Keine Ahnung. Ich wäre es immer mal ständig was zu erzählen. Und den Zwang haben was erzählen müssen. Ich meine, nur zuschauen ist ja auch nicht langweilig. Da muss man schon ein bisschen was sagen. Alles andere ist ja Blödsinn. Oder meint ihr? Wo haben wir denn mein Feuer? Ja. Ja, aber da haltet ihr von der Idee, dass wir jetzt hier arbeiten? Quasi das eine Stückchen einfach auslassen. Jetzt sind nur noch 7 Tage. Oh. Da können wir auch schon ausschütten gehen, Strom machen. Ich muss aufpassen mit dem Bagger, nicht immer so weit wegfahren, wie ich am Anfang gemacht habe. Und bleibt zu viel stehen, weil mit dem Radlader, da werden wir kein Gold kriegen. Die Sache habe ich schon abgeschlossen. Dass wir, wenn wir unten die Reste rausholen, wenn noch was ist, dann holen wir unten die Reste raus. Egal. Da ist auch noch Gold drin, auch wenn es nicht viel ist. So jetzt erstmal. Ja, 3 Karren müssen wir haben, ne? Für die nächste Runde. Jetzt kommen wir nicht hin. Ich weiß auch nicht, ob die Jahreszeit sogar überhaupt mitmacht. Dass man quasi Sommer über viel findet. Frühjahr weniger, im Sommer viel, im Herbst wieder weniger. Ob die das, die haben ja auch Wasser alles drin, Drucksystem, könnte natürlich sein. Strom hast du nur eine begrenzte Menge zur Verfügung. Oh, war schon leer. Naja, auf jeden Fall bin ich gespannt, die andere, den anderen Claim. Und ich hoffe, da verdienen wir richtig Geld. Ja, ich habe mir noch gar nicht überlegt, ob wir, wie viel wir dieses Jahr zusammenkriegen. Also quasi. Ob wir über die 1,4 müssten wir ja. Aber wenn du die ganzen Sachen abziehst, 1200 müsstest du mindestens die 1400 Unzen, die wir vom letzten Jahr hatten, die müssen wir auch wieder haben. Ich
glaube, mehr gibt es nur, wenn du wirklich einen anderen Claim nimmst. Oder halt wie jetzt ich hier mache, wirklich dann 24 Stunden am Tag. Halt auch unrealistisch ist. Aber gut. Es ist ja auch unrealistisch, dass nichts kaputt geht, aber das war mir einfach zu blöd. Ich meine, ihr wart ja dabei. Ne? Fährst du in die Stadt Teile holen, kommst auf den Claim an und was ist? Auto kaputt. Du kannst doch nicht mal in die Stadt fahren. Das fand ich ein bisschen assi. Ich hatte gar nicht genug Geld, um die Teile alle zu holen. Das war ja noch das Schlimmste. Ich bin ja schon einen Bagger ohne Zähne gefahren. Das ist nicht gut. Ich weiß, wie es ist ohne Zähne. Ich meine, gut, jetzt gibt es ja auch mittlerweile besseres Equipment, dann kann man die teuren Sachen holen. Wir werden es irgendwann wieder einschalten. Aber dann stellen wir uns auch einen Mechaniker ein. Das heißt, ich gucke nur, bestell die Sachen und dann kann der die einbauen. Dann ist es auch vernünftig. Ja, ich weiß, dass da noch ein bisschen Rand ist. Machen wir gleich mit einem Hieb weg. Ja. Wieder gedreht, ne? Jo, ein bisschen. Ein kleines Häppchen hat er sich wieder gedreht, der Lümmel. Ja, dem Großen fehlt vorne dieses Räumschild, wie die Kleinen haben. Könnte man abstützen, da wäre der noch zusätzlich abgesichert, abgestützt. Das wäre nicht schlecht. Na, hier kommen wir aber ganz schön tief, ne? Da dran kommen, jo. Oh, ich hoffe, das ist nicht voll. Böse Falle. Und nicht hoch genug. So, dann würde ich sagen, danke da bis Heuwegerchen. Danke für bis nein. Erst denken, dann sprechen. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, tschüss.